Interessant, interessant. Ach ja, kenne ich auch, alles mal gehört, aber könnte ich jetzt auch, ich kann es nicht übersetzen. Nerf. Ach, Nerf, ich hab nur in die Kamera geguckt, ich habe gar nicht auf den Bildschirm geguckt. Nerf, Seppo. Haben wir doch letztens noch gehört bei GameSports, da ist was genervt worden. Ja, da wird ständig irgendwas gedönt. Die Gamer nerven ständig. Ja, aber meinst du, das heißt nicht, dass sie nerven, das schreibt man mit V. Ich höre das, aber meinst du, da denke ich noch groß nach, hier rein, da raus. Ja. Deswegen bin ich ja froh, dass wir hier sitzen und dass man es uns erklärt. Ja, also soweit ich weiß, ist Nerf der Gegenteil von Buff. Ach ja, und Buff hatten wir ja schon. Und natürlich habe ich Buff nicht vergessen. Ja, eine Witz. Also Nerf ist dann, wenn was schlechter oder schwächer gemacht wird. Dann frage ich mich, du kennst doch diese Nerf-Guns von früher, diese ja, Schaumstoff-Dinger. Ich frage mich, warum du hier alles, jeden Begriff weißt du. Also Nerf, ich bitte dich. Gleich mal Seppo nerven hier. Also ich glaube tatsächlich, wenn man den Seppo hier nochmal nerven würde, ich weiß gar nicht, was da sitzen würde. Kermit der Frosch oder vielleicht der sexuelle Belästigungspanda. Denn das Nerven, das hat der Christopher mal wieder bombenrichtig und sicher erklärt. Das ist natürlich genau das Gegenteil vom Buffen. Und zwar das Abschwächen eines Gegners, meistens mit Hilfe eines Zaubers. Oder Nerven zum Beispiel auch die Produzenten von Computerspielen, wenn sie merken, dass im Spiel tatsächlich etwas zu schlecht ist, ja, dann wird das weggenervt. Die Balance. Gebalanced, ja. Also entweder ich nerfe dich, indem ich dich mit einem Spell belege, der dich debufft, ja, dann habe ich dich quasi aktiv genervt. Aber im Grunde genommen geht es doch eher darum, dass die Programmierer etwas in ihrem Spiel erkennen, was zu stark ist und das muss dann genervt werden, weil es einfach die Balance des Games destroyed. Kermit der Frosch, du hast mich gerade einfach mal beleidigt. Ja, knallhart. Willst du nochmal? Ich weiß nicht.